Was geht, Leute? Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Heute mit den Kizuna-Teams für das Kizuna, was diesen Mittwoch starten wird. Ein paar Dinge vorweg, die mir ganz wichtig sind zu sagen. Erstmal, dieses Kizuna gehört noch nicht zur Anniversary Celebration. Das bedeutet, ihr solltet hier unter keinen Umständen hart reingehen, nur weil es hier Double Bounty gibt. Es ist kein Superboss-Kizuna, es ist ein stinknormales Kizuna. Was bedeutet, dass ihr im Durchschnitt eigentlich mit eurer Natural Stamina nur bis Level 34 circa kommen werdet, wo die Bosse so circa dann 100 Millionen HP haben werden. So, das ist es erstmal. Ansonsten, wenn ihr halt noch die Kisten leer machen müsst, weil ihr ja nicht genug Glück habt beim Pullen aus diesen Kisten, macht dann einfach mehr Assists, aber spart euch eure Potions definitiv für das Superboss Kizuna auf, was definitiv im Mai kommen wird. Also, macht hier nur das Nötigste. Danach sind auch meine Teams gebaut. Hier sind keine Ultra High Damage Teams dabei. Das sind einfach Teams, die man relativ easy zusammenbauen kann, wenn man schon ein bisschen länger spielt. Manche Teams ein bisschen schwieriger, manche Teams ein bisschen einfacher. Ich werde euch auch immer die Supports anzeigen, wenn welche benötigt werden. Ich zeige euch natürlich hier auch nebendran an, welche Debuffs es gibt. Ansonsten kommen wir schon durch. Den Damage seht ihr ja. Auch da wieder die Sache, das muss nicht unbedingt stimmen. Ich habe das nur ungefähr mal ausgerechnet, damit ich weiß, wo man ungefähr hinkommt, weil hier logischerweise keine Boosts berechnet sind, weil hier zum Beispiel dieser Capone einfach nur eine Filler-Unit ist, weil der neue Capone noch nicht in der Database ist. Genauso kann ich Treble, diesen Ticket-Booster hier in dem Damage Calculator, nicht als Friend Captain einfügen, weil der nun mal nicht in der Database aktuell verfügbar ist dafür. Und auch der ist ja geboostet beim Event und macht dann doppelten Schaden. Also geht doch mal davon aus, dass jedes Team hier viel mehr Schaden oder noch einiges mehr an Schaden machen wird, als hier dran steht. Ich habe 3 Teams für jede Farbe einzeln. Ich habe dann noch 2 One-for-All-Teams, die für alles gehen, wo ich aber auch von vornherein sage, die sind super schwer zu bauen, weil er halt sehr spezielle Units braucht. Kein Mensch muss diese Teams bauen. Das ist im Endeffekt nur ein Quality-of-Life-Dingen für Leute, die halt einfach nur mit einem Team spielen wollen, und meistens sind das aber auch Leute, die halt schon ein bisschen besseren Account haben, weil es für die anderen nicht möglich ist, diese Teams zu bauen. Aber zeigen wollte ich sie dennoch. Noch was Grundsätzliches. Grundsätzlich funktionieren alle der ersten Teams hier immer entweder so, wie sie hier gebaut sind, oder mit Treble als Friend Cap. Also ich weiß, es gibt ja auch Leute, die haben noch nicht so eine ausgebaute Friendlist oder die haben einfach nicht so viele Freunde, die immer irgendwelche Ticket-Booster oder so haben. Kein Problem. Alle Teams funktionieren auch ohne Treble als Friend Cap, außer jeweils das dritte Team von einer Farbe. Also ich habe immer 3 Teams gebaut, auch so nach Damage sortiert. Hier ist zum Beispiel jetzt das Team mit Moria, das zweite Team ist mit Uta und das dritte Team wäre hier jetzt das Team hier. Und immer das dritte Team funktioniert dann als Friend Cap nur mit Treble. Also das ist nur eine Filler-Unit dann für Treble. Wie gesagt, kann ich leider nicht einfügen hier aktuell. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Das waren die wichtigen Sachen. Wie gesagt, wenn ihr gar nichts bauen könnt von den Teams, dann ist es auch nicht schlimm, weil ihr wisst ja hoffentlich, dass ihr bei Kizuna einfach immer Assists reinstellen könnt und eure Friendlist kann die dann clearen. Und da ihr eh nur bis Level 34 kommen werdet, sollte das kein Problem sein, in den 4,5 Tagen eure Assists geclearet zu bekommen. Wir fangen jetzt erstmal an. Debuffs beim ersten Fight. Beim Psy-Fight sind 5 Turns Bind, beziehungsweise 8, aber 3 gehen ja weg durch Sockets. Auf Top Left, Middle Right und Bottom Left. Hier sollte man auch das nochmal vernünftig ändern, weil sonst kann man den Bind entfernen. Ja, das macht hier der Jack weg auf der Mini-Boss-Stage, also der entfernt die 5 Turns Bind, gibt euch noch einen Orb-Effekt-Boost und damit kommt ihr easy durch die Stage durch. Ihr zündet hier auch noch Moria auf der Stage für noch ein bisschen mehr Damage und weil ihr euch dann für die nächste Stage einen Color-Effekt-Boost gibt. So, und dann habt ihr das auch schon erledigt. Auf der Boss-Stage selber bekommt ihr dieses nervige Special-Use-Limit 2 Times, ein 5 bzw. 6 Turns Paralyse-Debuff und 6 Turns Damage-Reduction, also die Teams funktionieren auch alle ab Level 30 noch von den Debuffs her. Ich habe darauf geachtet, dass sie auch wirklich die maximale Anzahl wegmachen. Hier ist das so, dieses Special Use Limit. Wenn ihr hier in dem Team Treble als Friend Captain spielt, ist es völlig egal, weil Treble entfernt dieses Special Use Limit. Wenn ihr Treble nicht habt, dann könnt ihr auf der Boss Stage eben nur 2 Specials benutzen und deswegen spielt ihr das hier auch immer so. Auf der Mini Boss Stage zündet ihr auch noch diesen Kobi. Der Kobi entfernt auch noch Bind auf eine Unit, aber das ist völlig irrelevant. Aber was wichtig ist, er gibt einen 1,75er ATK Boost für Driven Units für 3 Turns und das hier sind alles Driven Units. Ihr wisst es ja vielleicht, der Treble hat ja auch eine geboostete Captain Ability, der boostet Driven Units, glaube ich, 5,25 und ist selber auch ein Driven Captain, deswegen ist hier der Moria ein ganz gutes Substitut, um Damage zu testen. Das bedeutet, ihr kommt auf der Boss Stage an mit dem ATK Boost, mit dem Color Affinity Boost von Moria. Ihr benutzt das Special von Olin, um halt die Percent Damage zu entfernen, die ihr hier bekommt. Gebt euch dann einen Orb Boost und damit habt ihr die 3 Boosts zusammen. Und als letztes Special zündet ihr noch den Capone. Das ist jetzt nicht der richtige Capone, sondern der aktuelle Int TM Capone, den wir alle bekommen haben. Der entfernt nämlich noch 6 Turns
Paralyse und dann sind alle Debuffs entfernt, ihr habt den Damage und ihr könnt einfach durchspielen. Ihr habt ja auch noch, weil ihr nur Driven und Powerhouse Units habt, könnt ihr auch noch den Super-Type von Moria benutzen, kriegt ihr nochmal ein bisschen mehr Damage und dann kommt ihr hier so laut dem Rechner auf 70 Millionen. Ich tippe eher, dass das Team so an die 100 machen wird, wenn die vernünftigen Units drin sind mit Stat-Boost, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr und das reicht locker, um bis zu diesem Level zu kommen. Kommen wir zu Team Nummer 2, das ist ein Team, was ein bisschen mehr Damage hat, falls doch noch ein paar Leute ein bisschen höher gehen wollen, sage ich mal. Da haben wir hier jetzt mit Uta gespielt als Captain. Auch hier wieder, es ist möglich, das mit Doppel-Uta zu spielen. Es ist aber auch möglich, das mit Friend Captain Trevor zu spielen. Ich habe darauf geachtet, dass die Units zum großen Teil sowohl Driven als auch Striker sind, damit eben der Boost von Uta in Verbindung mit dem Trevor funktioniert. Weil Trevor und Uta zusammen sind ein bisschen problematisch, weil Trevor halt nur Driven boostet, Uta boostet halt Int komplett, aber ihr Special boostet halt nur Cerebral und Striker und deswegen müssten eure Driven Units auch irgendwie Cerebral oder Striker sein, damit ihr noch ein bisschen mehr Schaden macht. Und ich habe einfach versucht, dass ich das hier hingekriegt habe. Die einzige Unit, die da nicht reinpasst, ist die Big Mama, aber es ist ja kein Problem. Ihr seht das ja am Damage, dass es trotzdem relativ viel ist. Wie spielt man das Team? Eigentlich auch ganz simpel. Ihr benutzt halt Uta auf Stage 1, damit ihr dann auf der Boss Stage schon den ATK und Orb Boost habt. Das spart euch natürlich dann wieder dieses Special Limit. Das heißt, auch wenn ihr Doppel Uta spielt und ihr kriegt dieses Special Limit ab, mehr als 2 Specials braucht ihr auf der Boss Stage nicht, denn Uta als Captain Ability reduziert noch Paralyse um 10 Turns. Das bedeutet, auf der Boss Stage habt ihr nur noch die Damage Reduction, die ihr wegmachen müsst und das macht wieder Big Mom weg. Auf der Mini Boss Stage ist hier Heat und Wire drin, um Bein zu entfernen. Ihr könnt da auch irgendwas anderes spielen, das ist völlig egal, aber damit kriegt ihr das halt weg. Der Crocodile ist das zweite Special für die Boss Stage, weil der eben noch einen Color Affinity Boost gibt und weil der eben, der ist eigentlich nur für Color Affinity drin. Ich dachte, der wird noch was machen, aber der macht halt noch Orbs Matching. Aber braucht ihr gar nicht, ihr habt sowieso alles mit Matching Orbs. Und der Kid macht gar nichts, der ist einfach nur, weil er Driven Striker als Kombination hat drin, als Hitter drin. Wenn ihr dann eine bessere Unit habt, packt er einfach eine bessere Unit rein. Genau, und dann ist es das. Also, wie gesagt, Stage 1 Uta, Stage 2 dann den Superclass von Uta noch draufhauen. Auf der Boss Stage Olin und Crocodile und dann habt ihr halt ATK Orb, Color Affinity Boost und könnt dann da easy durchspielen. Ihr seht das ja hier, der Calculator sagt 246 Millionen. Wird dann im Zweifel auch noch ein bisschen mehr sein und natürlich auch spielbar mit Treble als Friend Cap. Vergesst das nicht, Treble gibt euch auch zusätzlich noch einen Chain Boundary Boost. Das bedeutet, euer Damage wird im Zweifel auch noch in die Höhe gehen. Dann kommen wir zum dritten Team gegen Psy. Das ist das Team. Das macht natürlich nochmal deutlich mehr Schaden, hat natürlich auch viel mehr Pay to Win und hart zu bekommende Units drin. Aber wie gesagt, ich dachte, ich packe das trotzdem mal rein. Ich habe hier auch schon alle Specials so aktiviert, wie ich es auf der Boss Stage benutzen werde. Friend Captain ist hier auch nur als Filler der Blackbeard drin. Der Friend Captain ist Treble. Also hier müsst ihr Treble als Friend Captain spielen. Ihr benutzt hier auf der Mini-Boss Stage das Special von Blackbeard. Da habe ich den Support draufgepackt von Halloween Law. Damit ihr noch ein bisschen mehr Schaden auf der Mini-Boss Stage habt, der Blackbeard entfernt den Bind. Und dann habt ihr den Damage und könnt einfach durch die Stage durchspielen. Und auf der Boss Stage zündet ihr einfach den kompletten Rest. Also der Killer macht hier die Damage Reduction weg. Big Mom würde das auch machen. Also im Endeffekt ist es egal, wer von den beiden. Und der Treble als Friend Captain entfernt halt die Paralyse. Damit habt ihr die Debuffs umspielt. Und da ihr mit Treble spielt, seid ihr auch nicht an die Special Limit gebunden. Das heißt, ihr könnt hier alles benutzen. Ihr kriegt von Kit noch den ATK Boost und diesen Chain Tap Boost. Von Moria noch den Chain Boost. Von Killer habt ihr dann den hohen Color Affinity Boost. Und wie gesagt, ihr kriegt hier auch noch von Treble theoretisch den Chain Boundary Boost. Aber ihr kriegt ja schon den von Blackbeard. Deswegen passt das mit der Berechnung auch. Denn ihr wisst ja, wenn ihr Blackbeard benutzt auf Stage 2, 2 Perfects hittet, habt ihr auf der Boss Stage diesen Chain Boundary Boost übernommen. Ja, und ihr seht ja, der Damage hier ist ordentlich. Ihr habt sogar ein Full Board of Tandem Orbs mit Kit, was bedeutet, ihr könnt sogar hier in dem Team auch noch den Super Tandem von Kit benutzen, also das Team wird wahrscheinlich weit über 1 Million Schaden machen. Für den Super Tandem von Kit braucht ihr ja nur 2 Driven Units und dann Killer, Heat oder Wire und da Killer hier drin ist, funktioniert das. Wenn ihr den neuen Killer nicht habt, könnte das Team ja auch mit weniger Damage funktionieren, wenn ihr einfach Heat und Wire dafür reinpackt, die dann Bind auf der zweiten Stage entfernen und dann oft für vielleicht für Blackbeard eine Alternative.
dann wird das Team wahrscheinlich immer noch ordentlich Schaden machen, halt ein bisschen weniger. Ja, das sind die ganzen Teams für den Versus Psy-Fight. Und jetzt kommen wir zum Versus In-Fight. Da ist mein erstes Team das hier. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, ist aber halt auch eine gute Alternative, vor allem für Leute, die nicht so viele Units haben. Ihr dürft auch nicht vergessen, auf Level 35 vom Kizuna hat der Boss ja gerade mal 100 Millionen HP. Und selbst mit den Berechnungen von den Damage Calculator her, die meistens noch ein bisschen zu low sind, kommt das Team schon auf fast 100 Millionen Schaden gegen Int. Also das könnt ihr komplett bis zum Ende durchspielen, obwohl ihr hier einen Strength Captain spielt. Warum spiele ich hier einen Strength Captain? Ganz einfach, Dofi als Captain Resisted Special Bind für die gesamte Crew und sein Special ist einfach insane stark. Auch hier wieder möglich mit zwei Dofis zu spielen, mit Dofi und Trevor. Damage wie gesagt an die 100 Millionen. Stage 2 kriegt ihr Damage Reduction ab, also hier Threshold. Habe ich hier einfach mit diesem Zorro im Team geregelt, einfach weil der halt eine leicht zu bekommende Unit für viele ist, ist halt einfach eine TM-Unit. Auf der Boss-Stage haben wir dann Percent Damage Reduction 80%, was wir kriegen, Slot Change Unfavorable, den Attack Down Chain Multiplier, Special Bind, Death Up, Increased Damage Taken und so weiter. Increased Damage Taken wird entfernt von irgendeiner Potential Ability von einer der Units hier, ich glaube Sanjuro und Wolf macht das sogar weg, dadurch kriegt ihr nur weniger Schaden. Special Bind, wie gesagt, automatisch weg durch Doflamingo. Death Up entfernt ihr hier mit Ein und Queen zusammen, die machen zusammen 7 Turns weg, sogar eigentlich 9, weil Ein kann man zweimal benutzen und solltet ihr auch. Dadurch, dass ihr Ein zweimal benutzt, heilt ihr euch um 20% und gebt euch einen 70% Damage Reduction Buff, das heißt, ihr sterbt auch nicht an dem Death Hit von Cavendish, den ihr da abbekommt. Ihr habt dann genug HP. Das Special von Sanju und Wolf heilt euch sogar auch nochmal, also ihr werdet da sogar mit relativ viel HP, glaube ich, überleben. Ihr habt dann hier einen Color Affinity Boost von Sanju und Wolf, ihr habt hier einen Orb und einen ATK Boost von Doflamingo und dann habt ihr noch den Chain Boundary Boost von Treble als Friend Captain, beziehungsweise ein Base Attack und einen Chain normalen Boost von dem Doflamingo, falls ihr einfach mit zwei Doflamingos spielen solltet. Ja, und dann ist das besiegt. Das zweite Team, ein bisschen anders, bisschen mehr Damage mit Shanks Crew, ist ja auch eine Free-to-Play-Legende mittlerweile. Hier sind natürlich ein paar mehr Pay-to-Win-Units drin, aber wir nutzen dasselbe System mit Ein und Queen, um diesen Death-Up zu entfernen und Increased Damage Taken ist natürlich in dem Team auch weg, weil Shanks Crew auch diese Attack-Up-Ability hat. Hier benutzen wir in dem Team einfach Capone Crew auf Stage 2, um diesen Threshold wegzumachen. Der barriert auch noch unsere Orbs und changed die vorher in Matching Orbs. Das bedeutet, wir müssen uns auf der Boss-Stage nicht mehr darum kümmern, dass wir Matching Orbs bekommen. Haben dann das Special von Frankie Tanky auf der Boss-Stage, was in dem Team sehr nice ist, weil der gibt halt einen Orb und einen ATK-Boost für verschiedene Klassen und bei den Klassen hier geht das fast alles so auf miteinander. Das bedeutet, ihr seht das auch, wir kommen dadurch hier auch auf knapp 181 Millionen Schaden. Der Shanks Crew natürlich gibt auch noch einen Color Affinity Boost und gibt euch diesen Chain Lock von 3,75. Das heißt, hier auch wieder egal, ob ihr Trevor als Friend Captain spielt oder mit Shanks Crew selber, alle Debuffs sind entfernt, der Damage ist relativ ordentlich. Das sollte passen. Das letzte Team gegen Int, da steht zwar dran, dass es weniger Damage machen würde als das Team davor, aber hier würde ich sagen, das macht eher ein bisschen mehr Damage, denn das hier ist natürlich nicht Capone Crew als Friend Captain. Auch hier wieder wichtig, das hier ist Treble, das ist das dritte Team. Hier müsst ihr halt noch das Treble Special zünden, was euch noch einen Chain Boundary Boost gibt, was hier nicht in den Damage mit einberechnet ist. Und der Treble selber ist natürlich eine Stat geboostete Unit, das heißt, das wird hier wahrscheinlich eher an die 300 Millionen Schaden machen, das Team vielleicht 250. Hier habt ihr den Zorro im Team, der Threshold entfernt auf Stage 2, da könnt ihr auch irgendwas anderes nehmen, wenn ihr den nicht habt. Ne, es ist jetzt nicht so wichtig, aber der passt halt gut, weil der halt eine Driven Psy Unit ist. Auf der Boss Stage habt ihr hier wieder Sanju und Wolf zum Healen und um Color Affinity Boost zu bekommen. Ihr habt hier dann auch noch den Switch Effekt von den Fire Tank Pirates, also das hier ist ja wirklich der richtige, beziehungsweise habt ihr den, doch habt ihr hier schon, weil, ich habe mich gerade vertan, bei dem Team benutzt ihr nicht das Special von den Fire Tank Pirates auf Stage 2, benutzt nur das Special von Zorro. Ne? Die Fire Tank Pirates benutzt ihr auf der Boss Stage, switcht die zuerst, dann kriegt ihr halt auch nochmal ein bisschen Heal und dann benutzt ihr das Special von denen und das Special entfernt halt 5 Turns Silence Duration. In dem Team hier ist es halt ganz wichtig, ihr braucht hier den Support von den Sweet Commanders auf Perospero, damit ihr die restliche Silence auch noch entfernt. Das müsst ihr spielen, weil es sind hier ab Level 30 6 Turns Special Bind und nicht nur 5. Die Death Up, da müsst ihr euch nicht drum kümmern, das entfernt ja der Friend Captain Treble dann. Das heißt, die Debuffs sind auch wieder alle weg, weil Increased Damage Taken auch weg ist und ihr natürlich mit dem Treble auch über die 3,0er Chain drüber kommt und ihr halt Matching Orbs habt, logischerweise. Ja, und dann habt ihr halt den Color Affinity Boost von Sanju und Wolf. Ihr habt hier einen ATK Boost von Capone Crew. Ihr habt hier den Orb Boost von Germa. Ihr könnt ja von Anfang an auch Germa als Captain spielen, weil das relativ egal ist, ob die halt in den
den Captain-Slot geswitcht werden oder nicht, denke ich mal. Genau, weil dieser Effekt, dass es effektiv gegen alle Typen ist, ist halt irrelevant, da es ja sowieso schon ein Infight ist und das ist halt eine Psy-Unit. Ne? Ihr kriegt ja halt den Super-Type von Germa leider nicht, weil ihr dafür nicht die richtige Unit im Team habt. Aber das ist jetzt auch nicht so ein Riesenproblem. Macht trotzdem genug Schaden, das Team, vor allem mit Treble als Friendcap. Dann kommen wir jetzt zu den Teams gegen Strength. Auch da erster Vorschlag wieder ein Team, was ein bisschen weniger Schaden macht, sage ich mal. Das ist jetzt auch nicht so ultra wenig. Auch wieder komisch, ne? Junior Moria Int als Captain, aber macht auch hier Sinn, da wir hier einen Fight haben, wo es Special Reverse gibt. Und wir müssen diesen Special Reverse entfernen. Und ich habe es halt, am einfachsten ist es halt, wenn man das halt über einen Captain macht. Beim Strength Fight gibt es erstmal auf Stage 2 5 Turns Attack Down. Da nutzen wir natürlich den Free-to-Play Doflamingo, der halt einen Base Attack Boost auch noch für 3 Turns gibt für Charaktere mit 40 oder weniger Kost. Was man nicht unterschätzen sollte, das ist eine sehr, sehr starke Unit und der gleichzeitig halt diesen Attack Down entfernt, solange wir einen Driven oder Cerebral Captain haben und das haben wir. Auch die Bedingungen für den Super-Type von Moria sind erfüllt, denn wir haben ein komplettes Team aus Driven Units und ja, das war's im Endeffekt. Auf Stage 2 benutzen wir halt, wie gesagt, den Doflamingo, um den Attack Down zu entfernen und dann nutzen wir noch ein Moria-Special einfach für den Orb-Boost, damit wir da leichter durchkommen und dann kriegen wir auf der Boss-Stage dadurch halt den Color Affinity Boost und sind wir da durch. Wie gesagt, auch hier geht es auch einfach mit Treble, den zweiten Moria. Braucht ihr nicht. Auf der Boss-Stage selber kriegen wir hier jetzt Block-Slots ab. In diesem Falle ist das hier kein Problem mit den Block-Slots, denn die Big Mom changed einfach Block-Slots in Matching-Slots und gibt einen Chain-Lock. Da könnt ihr euch halt im Endeffekt aussuchen, was ihr zuerst haben wollt. Lieber den Chain-Boundary von Treble, wenn ihr den spielt, oder den Chain-Lock von Big Mom. Ihr habt hier dann den ATK-Boost von Smoker. Ihr habt hier noch einen Color-Affinity-Boost von Crocodile und dann kommt ihr hier easy peasy durch. Ich würde euch dann, wenn ihr die Treble-Version spielt, empfehlen, Moria nicht auf der Mini-Boss-Stage zu zünden, sondern erst auf der Boss-Stage, damit ihr tatsächlich auch noch Orb, ATK und Color Affinity Boost habt. Ansonsten mit zwei Moria ist es natürlich egal. Da könnt ihr auch auf beiden Stages einfach Moria zünden. Wie gesagt, der Super-Type von Moria entfernt den Special Reverse, der Doflamingo hier entfernt, beziehungsweise Crocodile, nicht Doflamingo, entfernt den Despair und entfernt auch die Increased Defense vom Gegner. Und das war's dann im Endeffekt auch schon. Und dann kommt ihr halt auf geschmeidige 182 Millionen Damage ohne Stat Boosts und ohne irgendwas. Und das reicht auch locker. Das zweite Team gegen Strength macht noch ein bisschen mehr Schaden. Das ist jetzt halt wieder mit Kit als Captain. Und wir haben hier Killer drin, um seinen Super-Type zu aktivieren. Ich habe es auch schon in-game ausprobiert. Auch wenn der Kammer so heißt, er zählt als Killer und der Super-Type ist ready. Hier auch wieder dasselbe Prinzip. Wir benutzen hier wieder Doflamingo auf Stage 2 für den Attack-Down, weil unser Captain wieder Cerebral oder Driven ist. Mit zwei Kits könnt ihr natürlich einen davon auf Stage 2 nutzen. Wenn ihr mit Treble als Friend-Captain spielt, dann hebt euch den auf für die Boss-Stage. Dann braucht ihr das nicht. Auf der Boss-Stage selber haben wir dann Block-Slots wieder, Death Up, Despair. Hier diese Unit, Bucky und Galdino, macht tatsächlich genau das gleiche wie der Crocodile. Das bedeutet, wenn ihr einen davon habt, könnt ihr den jeweils in dem als auch in dem Team davor spielen. Entfernt auch Despair und Increased Defense bei 6 Turns, also dann ist alles weg. Hier in dem Team müsst ihr als allererstes allerdings den Superclass von Kit benutzen. In der Superclass von Kit gibt euch auch Special Charge für eure Units. Genau, dann chargt ihr halt eure Units 2 Turns ran. Ich muss hier auch leider nochmal eine Korrektur vornehmen, tatsächlich, denn mir ist gerade aufgefallen, dass diese Teams hier, sowohl das als auch das, funktionieren nicht mit Treble als Friend Cap, weil mir jetzt gerade erst aufgefallen ist, dass ihr hier Special Reverse ja bekommt für 2 Turns und wenn ihr Treble als Friend Captain spielt, dann habt ihr ja nur einen Turn durch euren Captain entfernt und nicht 2. Das bedeutet, das und das Team könnt ihr nicht mit Treble als Friend Captain spielen, dann könnt ihr sowieso die Specials da vorher benutzen, beziehungsweise klar könnt ihr das Team mit Treble als Friend Captain spielen, aber dann geht es nur bis Level 30, ja, weil ihr kriegt ja erst den zweiten Turn Special Reverse, kriegt ihr erst ab Level 30, das bedeutet, spielt die Teams halt bis Level 30 und wenn ihr dann noch 4 Runs machen wollt, stellt dann halt Assists rein. Es ist mir jetzt nicht aufgefallen, es ist mir jetzt erst beim Aufnehmen des Videos aufgefallen, dass das so ist, aber wie gesagt, bis Level 30 funktionieren die Teams ja trotzdem. Und das letzte Team funktioniert sowieso, weil hier nicht der Captain benutzt wird, um dieses Special Reverse zu entfernen und das ist ein Team mit Sugar. Auch hier wieder, wie bei den Teams davor, Doflamingo, die Free-to-Play-Unit und den Attack-Down zu entfernen. Wir benutzen hier auf der zweiten Stage auch noch das Special von King, weil King uns dann Orb-Boost gibt, damit die Stage einfacher ist und er gibt uns dann einen Chain-Boost für die Boss-Stage. Hier ist der Friend-Captain natürlich Treble, auf keinen Fall Sugar, das soll Treble sein, ihr braucht hier
keine zweite Sugar in dem Team. Auf der Boss-Stage selber benutzt ihr zuerst das Special von Jesus Burgess. Der Charge hat eure Specials um 2 Turns ran. Damit ist das erledigt. Der würde auch noch Despair entfernen, aber braucht ihr im Endeffekt gar nicht. Der gibt euch einfach einen Color Affinity Boost. Denn hier diese Buggy und Galdino Unit, die gibt natürlich wieder Increased Defense und Despair weg. Und damit sind alle Debuffs schon wieder entfernt. Ihr müsst hier allerdings in diesem Team, ihr braucht euch hier in diesem Team auch nicht darum zu kümmern, irgendwas für Blockslot zu finden, denn der Friend Captain Treble macht Blockslots in Matching Slots. Deswegen auch ganz wichtig, dass ihr Treble spielt, sonst kriegt ihr halt die Blockslots auch einfach nicht weg, weil Sugar das nicht macht. Ich habe das Team hier extra so gebaut, dass das auch funktioniert, wenn man eben keine Sugar auf Level Limit Break 5 hat. Ansonsten könntet ihr noch eine andere Unit spielen, die noch ein bisschen mehr Schaden macht, weil Sugar auf Level Limit Break 5 macht ihr ein ATK und einen Orb Boost über Special und Super Class, die nicht auf Level Limit Break 5 macht nur einen Orb Boost. Dafür ist dann halt der ATK Boost von Buggy und Galdino da und der Color Affinity Boost von Burgess. Der Damage hier ist logischerweise so hoch, weil Sugar Teams halt immer ziemlich nice sind. Ihr benutzt halt alle Specials, bis alle Debuffs weg sind und am Ende verwandelt ihr mit Sugar die 5 Units hier in Toy Bears. Die haben dann alle Boosts, die haben Chain Boost, die haben Boundary Boost, die haben ja sowieso die erhöhte Base Attack und dann müsst ihr nicht mehr selber tappen und macht ihr halt 345 Millionen Schaden Minimum. Ansonsten, ja, werden hier in dem Team auch keine Supports benötigt. Das waren die normalen Teams für die Farben und jetzt kommen wir zu den Teams für One for All. Da habe ich natürlich jetzt keine Specials aktiviert, weil es einfach keinen Sinn macht. Ihr müsst ja bei allen Fights irgendwie ein bisschen anders spielen und ja, hier gehe ich jetzt auch die Debuffs nicht nochmal durch. Guckt dann einfach, was Sinn macht. Also grundsätzlich zündet ihr immer auf der Boss-Stage das Special von Kaido und danach 2 Specials, die die Debuffs entfernen und ihr habt hier immer eine Unit drin, die auf Stage 2 dann die Debuffs entfernt und das war's dann. Ja, hier auch Friend Captain ist natürlich Treble und nicht der Treble, aber wie gesagt, der richtige Treble ist noch nicht drin. Ich habe den nur reingemacht, damit das halt auch klar ist, dass es auch wirklich Treble ist. Und beim zweiten One-for-All-Team ist es genauso. Guckt da auch wieder, was am meisten Sinn macht. Das ist aber nicht mein Team. Das hat tatsächlich Hanabi gebaut. Im Zweifel, wenn ihr auf unserem Pirate Alliance Discord seid, einfach Hanabi fragen, falls ihr da noch Fragen zu dem Team habt. Ich habe das einfach nur mit aufgenommen, damit ihr das auch noch sehen könnt. Macht ja mehr Sinn, ruhig alle Teams einmal zu zeigen. Und das war's mit den ganzen Teams. Wir können nochmal in der Zusammenfassung durchgehen. Also wie gesagt, die Teams gehen auch alle mit Treble als Friend Captain. Die einzigen Teams, bei denen es nicht so ist, weil mir das zu spät aufgefallen ist, sind die beiden Teams ab Level 30. Wahrscheinlich könnte man das mit Supports auch noch irgendwie regeln, dass es trotzdem funktioniert. Aber jetzt so spontan beim Video aufnehmen, wüsste ich die jetzt nicht. Aber ja, bis Level 30 funktionieren die mit Treble Friend Captain und danach stellt einfach Assists rein für die letzten paar Runs, die ihr noch macht. Und wenn ihr jemand seid, der sowieso auf High Damage geht, dann baut ihr eure Teams im Zweifel eh selber oder spielt dann eher so ein Team, weil das natürlich viel mehr Schaden macht. Und mit dem Team könnt ihr auch über Level 30 hinausgehen. Das war's mit dem Video. Wenn ihr noch Fragen zu den Teams habt, wenn ihr ansonsten noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und ich wünsche euch jetzt noch einen fantastischen Tag. Morgen, Mittag oder Abend, wenn ihr das Video schaut. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Yo, Samurai! Come, Sari!